gedacht, was von was. Und danke nochmal für den Alert. So. Ich hoffe, ich kann jetzt mal ein bis zwei Stunden jetzt mal wieder durchmachen, ohne dass es drückt. Ich weiß echt nicht, was heute los ist. Das habe ich seit letzter Nacht. Weil ich wollte halt auch den Stream nicht absagen, deswegen kämpfe ich mich hier gerade wacker durch. Was ich aber mal anmachen kann, ist der Ventilator in der Hoffnung, dass er nicht zu sehr ins Mikro weht. Nee? Nee, sollte funktionieren. Luft kriege ich ab, ohne dass es weht. Aber eins. Warte. Ich brauche hier einmal. Das. Ja, genau. Das hier brauche ich. Damit ich weiß, wie das Lautstärkeverhältnis ist. So, hier sind noch Fässer. Ja, gut, okay. Hier noch irgendwas drin. Ja. Gut, jetzt brauchen wir irgendwo einen Ort, an dem wir schlafen können. Wäre ja nicht verkehrt. Ich überlege gerade. Das ist an der Anschlagtafel, gucken wir am besten, wenn es hell ist. Mal. Ich will jetzt erstmal nur einen Ort finden, an dem wir schlafen können. Einer fällt mir auf jeden Fall ein. Da müssen wir aber noch ein bisschen hinlaufen. Frau. So. Hier geht eine Treppe runter. Unglaublich. Lisima kann sich eines anrüchigen Viertels rühmen. Ich glaube, ich sollte tatsächlich mal auf 18 schalten. Vielleicht wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. So. Wir haben hier noch ein paar Talentpunkte zu vergeben. Ich habe vergessen, draußen das Licht auszumachen. Warte mal, das mache ich hier nochmal ganz schnell. Denn sonst hat die ganze Nachbarschaft jetzt gleich Licht. Oder weiterhin Licht. Wäre nicht ganz so sinnvoll. Warte, dann kann ich noch einmal den Stream kurz auf 18 stellen. Will ja hier alles seine Richtigkeit haben. Huch. So. Und okay, da komme ich jetzt gerade nicht hin. Nee, leider. Da komme ich da jetzt gerade nicht hin. Na gut. Muss ich das übers Handy machen? Verteilen wir so lange unsere Pünktchen. Machtverstärkung im Faustkampf. Nee. Hat erhält die Fähigkeit, Pfeile abzulenken. Ja. Alle Bewegungen im Faustkampf frei. Sind wir bis auf da unten schon fertig? Ich mache zweimal pro Tag Energie dort in der Nacht. Ja. Auch das machen wir mal.
Mal. Out. Ja. Darüber. Dann Schmerzschaden. Ich glaube nur, wenn Gegner weniger als 25% Stabilität haben. Schmerz. Ja. Hier müssen wir jetzt aber auch mal ein bisschen was hinpacken. So. Dann Light. Die Einstellung. Dream. So. Perfekt. Können wir auch irgendwas an Alchemie herstellen? Ja, mein Nekrophagenöl. Katze haben wir noch zweimal. Okay. Ja, komm, und einmal Nekrophagen machen wir noch. Dann einmal bis zum nächsten Morgen. Ordnen wir gleichzeitig nochmal. Gut, bringt jetzt nicht besonders viel Platz, aber ein bisschen. So, und die Artschlag-Tafel, für die wir wahrscheinlich auch gerade keinen Platz haben. Oder irgendwas noch mit aufzunehmen. Vielleicht nicht. Rein. Hargenbeeren. Linker Schurke. Meine Einigung. Na, wer bist du denn? Geralt, es ist Ewigkeiten her. Ich glaubte Soltan nicht, als er sagte, ihr wäret wieder da. Ich bin es, Munro, Verbannte. Der Krieg, ihr, Soltan und ich halfen ihnen. Das müsst ihr doch noch wissen. Wie ist das Leben so? Kann nicht klagen. Ich habe einen guten, ruhigen Job als Rausschmeißer. Das ist ruhig? Die Gäste machen alles unter sich aus. Es ist ein ruhiger Ort. Kein Vogel scheißt in sein eigenes Nest. Spielt hier jemand Würfel? Ich würde sagen, ich spiele professionell. Lust auf ein Spiel? Nichts für ungut, aber ich spiele nur mit Profis. Spielt mit Carmen im Bordell gegenüber. Und ihr könnt mit Soltan üben. Ja. Problem ist, dass ich vergessen habe, mit Odo zu spielen. So andere Gegner. Ja, mit Odo kann ich ja leider nicht mal spielen. Gut, wie war die der Zwerg? Vincent Mais. Becky von Haaren ist fort. Ich muss hier Druck zwingen, die Wahrheit zu sagen. Ah, okay. Mit dem Sehnboten müssen wir sprechen. Okay. Dazu wenn ein Gedächtnis einer Klinge. Okay. Okay, ich hoffe, dass wir das trotzdem noch irgendwie machen können, auch wenn wir nicht mit Odo gespielt haben. Wird. Schau an. Schwerter auf dem Rücken, weißes Haar. Seid ihr aus dem Zirkus ausgerissen? Nein.
Ich bin immer noch dabei. Wie ich höre, suchen die jemanden wie euch. Spitze Zunge, guter Mann. Was kann ich euch bringen? Was hat es mit diesen Wetten auf sich? Unterhaltung für die kleinen Leute. Zwei harte Burschen kämpfen und wir wetten darauf, wer gewinnt. Und was springt für diese armen Irren dabei raus? Gold. Die Zuschauer lachen sich ins Fäustchen, während die Jungs Dampf ablassen. Und wenn was schief geht, kriegen die Hunde was zu fressen. Sind Zimmer frei? 5 Orens. Okay, gut, brauchen wir ja noch passe. Nicht. Ich passe. Wie ihr wollt. In unserem Lager sind die Sachen immer noch. Dann packe ich euch hier erstmal das ganze Bier rein. Apfelsaft. Feuersteine. Über Gästenschädel. Kann ich hier noch irgendwas? Hier ist noch Bier. Fistzeck haben wir ja auch noch. Das sollte doch erstmal reichen am Platz. Okay. Ich will mich erstmal hier komplett in der Stadt umsehen. Und erstmal auch hier in die Anschlagtafel. Brauche ich nicht. So, nehmen wir mal alles mit. Was haben wir hier? Ron Pierre kauft Wolfspelze. Man findet ihn beim Landungsstädt in den Sümpfen. Er zahlt für 10 Pelze. Der Ichnops-Vertrag. Die tapferen Personen, die 3 Ichnops-Wurzelstöcke beibringen kann, soll reich belohnt werden. Fragt nach dem Gärtner, der bei Prophet Majorans Krankenhaus im Tempelbezirk arbeitet. Ich entlohne jeden, der mir das Mark von 3 Alguen bringt. Frisch muss es sein. Kalkstein, da ich im Misttempelbezirk. Ach, schon wieder was für Kalkstein. Ich bezahle gut für die Eliminierung streuender Hunde. Als Beweis für die Vollendung der Aufgabe, den 6 Töpfe Hundeteig abzuliefern. Der Orden der Flammenrose belohnt tapfere Kämpfer, die ertrunkene Tote ausrotten. Als Beweis dafür, dass die Ungeheuer besiegt wurden, müssen 10 Zungen ertrunkener Tote bei Ritter Siegfried von Denneswil im Hauptquartier des Ordens abgeliefert werden. Ja, das sind ist einiges an Aufträgen. So. Was dabei? Psst. Armen. Die Sahne. Ja. Jetzt ist keiner mehr. Hallo, Carmen. Wollt ihr euch ein wenig entspannen, mein Hübscher? Nur ein wenig? Kommt drauf an. Ich bin für alle Vorschläge offen. Plaudern wir. Na gut, reden wir. Aber ich hoffe doch auf mehr. Überrascht mich. Liebe ist wie eine Birne. Süß und wohlgeformt. Versucht einmal, ihre Form zu beschreiben, aber ohne Schmerztablette. Ekelhaft. Immer so ein ekelhaft Nachgeschmack. Nee, danke. Ich bin kein Poet, aber ich erkenne ein reifes Früchtchen, wenn ich anziehe. Das komm schon. Ich bin kein Poet, aber ich erkenne ein reifes Früchtchen, wenn ich eins sehe. Ein Süßholzraspler. Wenn das Gespräch so weitergeht, will ich von dieser Frucht kosten. Nein, willst du nicht. Habt ihr Arbeit für einen Hexer? Ein paar Männer machen mein Mädchen Ärger. Kümmert euch darum und wir belohnen euch. Großzügig. Okay. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wo kann ich sie finden? Ich kenne 3 Plätze, die sie nachts frequentieren. Markiert sie auf meiner Karte. Ich
habe nur schlechte Erfahrungen mit Hühnern hier. Also nicht hier in dem Spiel, sondern in Skyrim. Da darf man ja keine Hühner töten. Hier, darf man auch keine töten, aber man kann es halt auch einfach nicht. Sagen wir so, ich kann das Huhn mobben, indem ich hinter ihm herrenne. Meine Nase juckt. Das war's dann aber schon. So, ich lasse das Hühnchen in Ruhe. Okay. Rausschmeißer. Ochsfleischs Haus. Ich bin so heiß. Nein. Sieht so aus, als müsste ich mich um diese Idioten kümmern. Okay. Dann gucken wir erstmal weiter. Waffenschmied des Ordens. Hast du uns irgendwas Seid zu sagen? Ihr der, von dem Siegfried gesprochen hat? Weiß Siegfried? Ich nicht. Siegfried? Der Ritter aus den Kloaken? Ihr seid es wirklich. Ja. Diese Gorgo hat uns eine ganze Weile Ärger bereitet. Ich habe gehört, es soll ein harter Kampf gewesen sein. Sie war jung und schnell erledigt. Was führt euch her? Verkauft ihr mir eure Waren? Siegfrieds Freunde sind hier immer willkommen. Wenn ihr etwas kaufen möchtet, dann sprecht mit meinem Lehrling. Ich bin für Schmiedeaufträge und Sonderbestellungen zuständig. Ich weiß immer noch nicht. Okay, ein Schmied kann euch neue Schwert und mit Turin erschmieden. Linksklick auf Schmieden. Im Dialog wird das Schwerttyp. Und wo kriege ich die Dinger her? Wir können Schmieden und Bogen über Schwert brennen. Wie funktioniert das denn? Also ich habe einen roten Meteoriten. Aber ich habe echt keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Vielleicht finden wir es irgendwann nochmal heraus. Oh, ihr seid unheimlich. Ja, das höre ich oft. Okay, hier ist der Orden wieder vertreten. Was ist denn das? Das ewige Feuer erleuchtet mir den Weg. Wir geben unser Leben für den Orden. Okay. Oh. Ja gut. Die hängen da einfach nur mal so ein bisschen rum, ne? Töchter, feine Kleidung. Okay. Das spiele ich nicht. Verfolgst du mich? Tatsächlich, der verfolgt mich. Überhaupt nicht unheimlich. Nein, nein. Der Friedhof. Tote und Untote warten hinter diesem Tor. Was ist denn das? Jede Menge Arbeit. Ein Friedhof. Für eine Hexe. Junge, ein Friedhof. Könntest du dich jetzt bitte wieder um deine Aufgaben kümmern? Nee, nee, nicht mir folgen. Deine Aufgaben tun. Oh, etwas seicht, Liebling. Hallo, Jückchen. Bist du ein Stalker? Naja, früh übt sich. Was darf's sein? Kiefer oder vielleicht Eiche? Eine ganze Gruft? Mal sehen. Ich nehme die Gruft. Ellen breit? Ich brauche keinen Sarg. Ich habe nicht die Absicht, in absehbarer Zeit zu sterben. Klingt logisch. Vielleicht können wir ja Geschäfte machen. Und welche? Was für Geschäfte? Eine Partnerschaft. Mit diesen Schwertern, da schlagt ihr zweifellos dann und wann ein paar Köpfe ab. Lasst es mich wissen, wenn ihr wieder einen abmurkst. Ihr bekommt euren Anteil am Erlös des Sarges. Lasst den Unsinn. Ich brauche etwas anderes. Was braucht ihr? Ich bin wegen der Anzeige hier. Ja? Soweit ich weiß, braucht ihr 6 Töpfe Hundefett. Ich will so viele von den Kötern loswerden wie möglich. Bringt mir das Fett als Beweis. Warum ist der Friedhof abgeschlossen? Weil die Toten nicht in Frieden ruhen wollen. Keine Angst, im hellen Sonnenschein bleiben sie in ihren Gräbern. Aber jemand sollte sich darum kümmern. Vielleicht setzt ja jemand mal eine Belohnung aus. Doch bis jetzt scheint es keinen sonderlich zu stören. Ich werde mich darum kümmern, wenn ihr bereit seid zu zahlen. Bis dahin sage ich, lebt wohl. Na toll, ein Held. Glaubt ihr, es ist leicht, einen Toten zur letzten Ruhe zu betten?
Macht, was ihr wollt. Vielleicht wird euch der Hauptmann bleibt. Der Wache belohnen. Kann nicht schaden, mal nachzuhaken. Was braucht ihr? Den Schlüssel für den Friedhof? Lebt wohl. Wenn es möglich ist. Junge! Oh, ihr seid unheimlich. Ja, lauf. Lauf um dein Leben. Renn, kleiner Junge, renn. Ewiges du bist Feuer, nicht so schnell wie ich, keine Angst. Ja, eigentlich sind wir fast gleich schnell, oder? Ja, gut, jetzt ist er wieder an seinen... Das ist kein Schnäppchen, an Ort und Stelle. Das ist Plunder. Gut. Wie sehr? Ich habe die Kraft nicht mehr. So, dann gehen wir mal zu dem Detektiv. Der ist ja hier direkt. Hallo, Herr Detektiv. Sind Sie zu Hause? Gerade sehe ich Sie nicht, aber wir durchsuchen mal Ihr Haus. Weil man das immer so macht, wenn man bei jemandem zu Gast ist, ne? Hm, ein bisschen Käse. Dann nehme ich einen großen Fisch. Ah, da ist er ja. Dann durchwühlen wir doch mal den Kleiderschrank. Den Kleiderschrank hier auch. Da gehen wir auch nochmal ran. Nichts. Töchchen. So, so, so. Wen haben wir denn hier? Ich bin Geralt von Rivien. Ein Krieger wie kein anderer. Euer Ruf eilt euch voraus. Wie kann ich helfen? Ich suche Informationen. Bin ich hier richtig? Gute Frage. Ich habe früher für die Anwälte Kodringer und Fenn gearbeitet. Die Namen sagen mir nichts. Aber ich nehme an, das ist eine Empfehlung. Als Profi ist euch gewiss klar, dass Informationen ihren Preis haben. Ich werde bezahlen. Ich bin ganz Ohr, weißer Wolf. Mich interessieren die Leute, die Salamander-Abzeichen tragen. Zufällig weiß ich darüber ein, zwei Dinge. Aber bevor ich weiterrede, wüsste ich gern, welches Interesse ihr an dem Fall habt. Asa Javed. Sagt euch der Name was? Habe ich schon mal gehört. Warum fragt ihr? Sagen wir einfach, mein Stiefel hat eine Verabredung mit Javeds Hintern. Normalerweise lasse ich mir Informationen bezahlen. Aber das hier ist umsonst. Ich arbeite schon eine ganze Weile an dem Fall. Fahrt fort. Asa Javed, ein Magier aus Zerikanien, ist der Anführer der Salamandra. Gefährlicher als eine Grube voll Kikimoren, aber leider unerreichbar für mich. Mit seinen Kontakten und Ressourcen kann er sich in der Stadt beinahe uneingeschränkt betätigen. Ich habe am eigenen Leib verspürt, wozu er fähig ist. Noch etwas? Ich vermute, die Salamandra haben eine groß angelegte Organisation aufgebaut. Gold ist lediglich das Schmiermittel für ihre politischen Ambitionen. Sie betreiben genetische Experimente, und zwar gefährliche. Gewöhnliche Schurken hätten dazu weder das Wissen noch die Mittel. Wer arbeitet für Javed? Irgendwelche Vermutungen? Der Hauptmann der Wache, der die Ermittlungen fallen ließ, verschwindet des Nachts. Vielleicht könnt ihr ein paar Informationen aus ihm herauspressen. Ist das alles? Es könnte noch einen Hinweis geben. Die Stadtwachen haben jemanden festgenommen, der etwas weiß. Die Wachen? Im Kerker? Ja. Findet einen Weg, den Gefangenen zu verhören. Und bringt so viel ihr könnt von den Wachen in Erfahrung. Verlasst euch drauf. Die Leute neigen dazu, sich mir zu öffnen. Ich glaube, wir bringen seine sie Informationen dazu. Könnten unschätzbar wertvoll sein. Viel Glück. Wisst ihr noch mehr über den gefangenen Salamandra? Er ist womöglich einer der Anführer. Obwohl in dieser Stadt eigentlich eher die kleinen Fische hängen und die großen frei herumlaufen. Aber genaueres wissen wir erst, wenn ihr ihn verhört habt. Okay. Wir werden sehen. Noch etwas. Ich glaube, ihr werdet verfolgt. Irgendwelche Vorschläge? Wartet eine Weile hier. Macht sie nervös. Überrascht die, die euch überraschen wollen. Ich gehe um Mitternacht. Ich bin froh, dass es gerade mal Tag ist und jetzt kommst du mir mit um Mitternacht.
Hallo. Der Hexer lässt sich Zeit. Er muss einen anderen Weg genommen haben. Aber egal. So muss es sein. Ich nehme an, die Falle ist gestellt. Oh ja. Kümmert euch um eure Aufgaben im Händlerviertel. Ich überlasse die Sache unserem besten Agenten. Hallöle. Ihr wagt es, die Salamander herauszufordern? Ja, tue ich. Also, für dich brauche ich wieder das hier. Und für dich ebenfalls. Ihr wagt es, die Salamander herauszufordern? Ja, habe ich auch ganz gut hingekriegt. Steck das Schwert nach oben. Wird man dich loben. Oder auch nicht. Man beerdigt sich einfach nur. So, ich nehme nur das Gold mit. Ja, welcher von euch? Also du bist. Ah, okay. Denn das brauchen wir ja nicht. Meine Kehle ist trocken. Ja, das ist grauenvoll, wenn die Kehle trocken ist. Vertrag, Hundevertrag. Ach, das war der Auftrag, wo wir diese Hunde hier töten mussten. Oh, das will ich nicht tun. Ich will das nicht tun. Das war aber keine Wahl, leider. Was könnten wir? Hundeteig. Nee, mag das nicht. Ich töte nicht gerne Tiere. Zumindest keine Tiere, die mich nicht angreifen. Die alten Völker bewohnen dieses Gebiet. Zwergen, Handwerker und Elfenkünstler. Ah, okay. Na los. Bleibt wachsam. Töchchen? Haut ab, Kumpel. Lass die Dame in Ruhe. Ihr habt Mitleid mit einer Hure? Bevor ihr geht, entschuldigt ihr euch noch für euer schlechtes Benehmen. Ihr seid nicht bei Trost, alter Mann. Haut ab, bevor ich euch absteche. Nachdem ihr euch entschuldigt habt, geht zu Hauptmann Vincent. Sagt ihm, ihr seid ein Verbrecher und eine Ratte. Zieht euer Schwert, Streuner. Ich töte niemals unbewaffnete Leute. Ihr habt eure Chance vertan. Mhm. Auf ihn! Gut. Der Mistkopf. Ja, ja. Ich glaube nur, dass ihr vor mir sterben werdet. So. Ich glaube, der Gruppenangriff funktioniert deswegen nicht, weil, ja, Partner hier nie schon tot ist. Das nehmen wir auch nochmal mit. So, hier müssen wir später nochmal hin. Da sind die Nächsten. Die Eskulapschlange. Ich würde den Narren gern treffen, der Häutung mit Heilkunst in Verbindung gebracht hat. Nani geht nicht aus. Kommt ihr stattdessen? Verschwindet! Ich habe geschäftlich zu tun. Verschwindet oder ich töte euch wie einen Hund. Versucht euer Glück. Ergreift ihn! Nee, ich glaube nicht. Vor allem die Wachen stehen da einfach mal hinten und tun auch immer so gar nichts. Auch nicht gerade die feine englische Art.
nehme die Süßigkeit hier auch nochmal mit. Ich habe jetzt nur keine Hunde mehr gesehen. Eine müsste hier hinten noch sein. Hoffe ich. Das wird also ein bisschen schwer mit dem Hundeteig. Gut. Wutfauzis, wo seid ihr? Schlener. Ich glaube, die Hunde wissen, dass ich sie töten will. Oder töten muss. Wir sind schon geflüchtet. Hunde haben keine Lust mehr. Okay. Hier dampft es noch. Ah, da hinten ist ein Blätterer. Nein. Das ist kein hübsches Viech. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Kürbis. Blätterzahn. Ah, okay. Natürlich ist das Inventar voll. Ich muss es unbedingt noch weiter ausleeren. Geht das hier mit rein? Okay. Dann nicht. Dann nicht. Das Krankenhaus des heiligen Majoran. Für die Opfer der Katriona-Pest. Na los. Danach gibt es nur noch zwei Etappen. Alt-Visima und die Hölle. Wie lange ist das? Seid. Kein Durchgang. Ich gehe rein. Ich würde da gar drin nicht sind rein. Kranke Patienten. Ich dulde nicht, dass ihr die Pestilenz verbreitet. Lebt wohl. Ich bin müde. Bring ich euch hier hin. Ich möchte der jungen Dame da mal helfen. Ihr da, verschwindet! Tätlichkeiten sind unhöflich. Geht, solange ihr noch könnt. Diese Frau gehört zu mir. Dann sterbt ihr. So, warte, dann kümmern wir uns mal um den hier. So. Ich werde mit dem Rest der Banditen abhängen. Ich muss zu Carmen gehen und meinen Lohn abholen. Oh, Hundeteig. Mensch, die haben auch Hundeteig mit dabei. Wenn wir den überall finden würden, wäre das gar keine schlechte Idee. Dann bräuchte ich keine Hunde töten. Wie dich zum Beispiel. Ich will ihn nicht töten. Will ich wirklich nicht töten. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich will ihn nicht töten. Oh, wow, Wauzi. Ganz, ganz aber Wauzi. Da blutet er. Ich bin jetzt, wenn ich solche Tiere hier umbringen muss. Allgemein in Spielen. Das ist einfach nur grausam. Lauf, Wauzi, lauf. Das würde ich nicht auch noch auf dem Gewissen haben. Wie bitte? Wie viele brauchen wir eigentlich noch? Zwei brauchen wir noch. Kann man das nicht auch irgendwo kaufen? Muss ich dafür unbedingt Hunde töten? Nee, das schläft. Nee, das kann ich nicht. Nein. Nein, nein, will ich nicht. Nein. Ich versuche das erstmal noch irgendwo anders zu kriegen. So. Bitte einmal bis zum Morgengrauen. Ja! So.
Ein neuer Morgen, nichts hat sich geändert. Danke für eure Hilfe. Mhm. Jetzt lassen Sie uns in Ruhe. Ihr seid also nun allein. Spinnt ihr? Einige Jungs aus dem Dorf kümmern sich um uns. Die wurden nur mit diesen Missgeburten nicht fertig. Verstehe. Was darf's sein? 200 Urns? Oder wäre euch eine andere Zahlungsart lieber? Ich nehme das Gold. Wie ihr wollt. 200 Urns. Danke. Wir sind dankbar. Auch Huren haben ihre Ehre, wisst ihr? Die Mädchen sind sicher beeindruckt. Die geben euch bestimmt Rabatt. Ja. Danke, aber nein, danke. Oh, ich hab Schmerzen. Ich möchte nicht wissen, wo. Endlich eine solide Mahlzeit. Ich möchte es einfach nicht wissen. Ich muss mehr schlafen. So, wir brauchen, müssen ja noch einige Leute aufsuchen. Und ich meine, die sind irgendwo da hinten. Ich arbeite mich nicht alles täuscht. Hi Hund, Laufhund. Darf sich mir bloß nicht nähern. Also nur für den Fall, dass ich kein anderes Hundeteig mehr finde. Hör mal. Wie weit ist das Haus? Da will ich doch rein. Mensch, was ist denn mit seinem Bart los? Die haben hier alle zuckende Haare. Ich kann doch nicht angehen. Okay. Was wollt ihr? Seid gegrüßt, Zwerg. Rassenvorurteile. Und das gleich beim ersten Spruch. Wie soll ich euch denn nennen? Pah, ihr seid wie alle anderen, wie die ganze verdammte Stadt. Wie Sima. Die Menschen kriegen alles, wir kriegen der nichts. Der Butterzucker. Ich bin weder Bewohner wie Simas, noch bin ich ein Mensch. Was seid ihr dann? Ein Hexer. Ein Mutant. In dem Fall tut es mir leid. Ich bin Golan Vivaldi. Mein Vetter, Wimme Vivaldi, begegnete einst einem Hexer, anscheinend einem Schuldeneintreiber. Ich bin Geralt und kein Schuldeneintreiber. Was führt euch hierher? Nicht ein zuckender Bart. Ich suche nach dem Anführer einer gewissen Organisation. Ihr habt mich im Verdacht, weil ich ein Zwerg bin? Ich habe mehrere Verdächtige, nicht nur Zwerge. Was wollt ihr? Ich behalte euch im Auge. Kommt wieder, wenn ihr wisst, wovon ihr redet. Ich würde gern über die Salamandra reden. Warum? Das Geld für die Kaution des Professors stammt aus eurer Bank. Mit diesen Verleumdungen kränkt ihr mich sehr. Aber Generationen von Vivaldis haben diese Bank aufgebaut. Und ihr behauptet, dass unser Geld Verbrechern zugute kommt? Raus! Ich glaube euch. Nur ein Haufen von Verdächtigungen. Für den Moment muss ich von eurer Unschuld ausgehen. Ihr habt rassistische Vorurteile überwunden und die Wahrheit erkannt. Sagt mir Bescheid, wenn ihr den wahren Übeltäter entlarvt habt. Mich interessiert brennend, wer es ist. Ja. Erstmal wüsste ich gerne, warum dein Bart so zuckt. Okay. Warte mal, hier war das. Bisschen Zeugen befragt. Mhm. Bevor wir weiter bearbeiten, wenn ich neue Beweise finde. Vincent Mais. Dann haben wir hier noch die ganzen anderen Verträge. Ich weiß gar nicht mehr, wie das damals war. Einmal habe ich das Spiel bereits durchgespielt, aber schon ein bisschen länger her. Oh, sonst nehme ich mal.